Hallo Leute, Ostenhorst mal wieder hier und heute mal ein Update-Video und zwar von meinem Hinderer XM24. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, eines der letzten war das. Ich kann es gleich einblenden irgendwo, falls ich es schaffe. Den habe ich ja, ein bisschen verändert. Im Video hat er ja eine Jade G10 Griffschale und er war blau. Hat geil ausgeschaut, alles gepasst. Nur blöderweise habe ich im Internet gesehen, dass es die Firma GT Skulls gibt, USA. Und die haben geile Griffschalen. Da sind nämlich Totenköpfe drauf. Und das ist bei mir natürlich doch auch, ja, klar, das müssen wir probieren. Jetzt schaut er ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir jetzt eine Griffschale aus Titan. Die wirklich irgendwie angenehm ist. Diese Totenköpfe hier drauf sind ja im Prinzip nicht eingraviert, sondern ich glaube, dass es gefräst ist. Weil die Struktur ist sehr tief und es ist wirklich eine Struktur, also guter Griff durch diese Griffschale alleine schon, haut gut hin. Massivere Haptik auch jetzt, also das Messer ist natürlich jetzt schon schwerer, aber mir gefällt das. Ich mag so leichte Dinge ja nicht. Wenn wir uns unterhalten über die Präzision oder über die Verarbeitung dieser Griffschalen, muss man sagen, keinen Fehler entdeckt. Totenköpfe sowieso, da passt alles. Die Löcher rundum alle ganz genau, also wirklich perfekt gearbeitet. Die Umrandung, auch die Chimpings und alles. Also es ist wie eine originale hinterer Griffschale für mich jetzt. Passt ganz genau alles. Also es haut gut hin. Wissen sollte man vielleicht, dass die Griffschale, diese auf jeden Fall, über den Liner drüber montiert wird, nicht statt dem Liner. Also der blaue Liner hier ist noch immer drinnen, wie man sieht. Den kann man hier jetzt im Prinzip jetzt nicht ersetzen mit dieser Griffschale. Aber das macht mir, also mir ist überhaupt nichts, nur dass ihr es wisst. Denn die Griffschale hat jetzt nicht dieses Loch, des, also diese Einfräsung des Stopping Pins, was man braucht. Hat die Griffschale nicht, aber die hat der Liner, also passt das auch, wird einfach drüber montiert. Passt aber auch für mich, wie gesagt, denn die Dicke ist jetzt bei beiden Seiten gleich. Also das wurde anscheinend von GT Skulls ja, einberechnet. Haut gut hin, passt perfekt. Da gibt es aber nichts für mich. Ich habe jetzt nicht ein Video gemacht, wie jetzt alles auseinanderschraufen, wieder zusammenschraufen. Erstens, weil ich es nicht erwarten konnte. Und zweitens, ja, so spannend ist es jetzt auch wieder nicht. Jeder, der einen Hinterer hat, und die meisten, glaube ich, haben es schon mal zerlegt. Und ihr wisst, wie man es wieder zusammenbaut. Also, ist ja keine Hexerei. Gut, den Totenköpfen nicht genug natürlich, denn ich habe leider noch mehr Totenköpfe gesehen und die musste ich natürlich dann auch noch draufschmeißen an der Frameside. Okay, der macht schon was her. Hier der große, der XL Skull oder was, Silver Skull, also Silber. Und unten ein vergleichsweise dezenter noch dazu bei der Frame Lockup, also bei der Clipabdeckung. Hier von der Verarbeitung her, also die passen sowas von ganz genau rein. Das hast du noch nicht gesehen. Also außer vorhin da selber vielleicht. Ganz genau, da wackelt nichts, dann schraubst du die zwei Schrauben rein und es wackelt noch weniger als nichts. Hier schraubst du die zwei Schrauben raus aus der Abdeckung und gibst im Prinzip aber nur mehr eine Schraube rein. Nur das Ding hält damit auch bombenfest. Es ist möglich, ich habe beide Methoden probiert, Tip Up und Tip Down, das Ganze zu changen, also überhaupt kein Problem. Im Nachhinein jetzt, von der Optik her, gefällt mir eben das mehr. Aber Geschmackssache, könnt ihr machen, wie ihr wollt, es passen beide Möglichkeiten, wenn ihr das vertraut. Geschmackssache natürlich, das trockt schon dick auf, aber das ist auch der, ja,
Charakter dieses Messers da jetzt. Unauffällig ist es jetzt nicht mehr. Ich habe mich auch am Anfang ein bisschen die Frage gestellt, ob jetzt dieser riesen Totenkopf, weil so schaut er halbwegs normal aus, so sieht man, das ist schon ein ordentliches Viech, dieser XL-Totenkopf, stört aber in der Haptik, also mich überhaupt nicht vom Griff, witzigerweise. Hätte ich mir aber auch nicht gedacht, ich hätte mir gedacht, puh, ob das jetzt noch was ist, aber überhaupt kein Problem für mich. Speziell in diesem Griff ist der so richtig in der Handballen da drinnen, da stört er, da ist er sogar im Prinzip ein besserer Griff dadurch. Im normalen Griff auch für mich jetzt nicht störend persönlich, weil er eben auch schön rund ist und so weiter und einen massiven Eindruck und die Haptik eben macht. Wackelt nichts, extrem geil. Jo. Also im Prinzip wollte ich mit dem Video nur ein bisschen Tipps geben, falls jemand Hinderer hat und sich schon mal überlegt, sowas zu tunen, eben mit GD-Skull-Elementen. Gibt es auch verschiedene Sachen von denen. Nur um schon mal vielleicht die Erfahrung weiterzugeben, in meinem Fall, beide Elemente hier haben auf Anhieb gepasst. Qualitativ für mich wirklich wie ein Hinderer-Element eigentlich. Ja, sonst gibt es nichts Neues. Mir taugt das Ding jetzt voll. Also, wie es eingesteckt ausschaut, ist natürlich jetzt auch was anderes. Also mit dezent ist dann nichts mehr. Das Messer ist im Prinzip nur mehr Blickfänger. Kann man sagen. Da schaut keiner mehr vorbei. Auch beim Einstecken. Ja. Hast du halt jetzt ein bisschen Gesprächsstoff, kann man sagen. Aber macht ja nichts. Das bin ich eh gewohnt. Von der Stärke des Clips vielleicht noch, damit ich es nicht vergiss, auch ganz genau wie der hintere Clip, dieselbe Stärke, also genauso angenehm. Das nimmst ganz normal, das Messer steckst in die Hosentasche, ohne dass sie nicht zu streng ist und auch nicht zu locker, also haut voll hin. Ich finde es geil, keine Werbung, kennt ihr von mir, sondern nur, was ich mir denke. Die es nicht von mir kennen, die nicht abonniert haben. Abonnieren? Nein, ist sie nicht. Aber dann versäumt es nichts, weil jetzt kommt in nächster Zeit schön was rein. Dann sage ich, langweile ich euch nicht mehr, Ostenhaus war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.